Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück in Flusstal, wo wir zuletzt ein wenig geduldig sein mussten, damit unsere Baumeister einige Bauarbeiten abschließen konnten. Das ist jetzt aber soweit der Fall. Wir haben in der letzten Folge so ein wenig Wohnhäuser im Akkord gebaut und können uns jetzt endlich um andere wichtige Dinge kümmern. Und da werden wir uns jetzt mal ranmachen. Da gibt es noch einiges zu tun. Und zwar ein bisschen der Reihe nach. Wir sehen, wir haben sehr viel Stein, aber relativ wenig behauene Steine. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall noch mal eine Steinmetzhütte bauen. Und zwar denke ich, ist die hier noch ganz gut platziert. Dann war die Frage Sägewerk. Dann müsste die doch eigentlich auch hier Forsthaus. Bei den Ressourcen Steinmetzhütte, da haben wir sie schon sehr gut. Die werden wir hier mit platzieren und die dann bauen. Also wir haben unsere Steinmetzhütte. Dann wichtig auch nochmal für das Thema Nahrung, mit dem Gedanken gespielt, dass wir auch noch weitere Fischer hier einsetzen wollen und vielleicht packen wir die so in die Mitte, dass die die Möglichkeit haben, hier und auch dorthin zu fahren. Das heißt, wir werden hier mal Nahrung, ein Kurier nähert sich. Hier nochmal eine Fischerhütte bauen, beziehungsweise wie gewohnt, denke ich, werden wir hier gleich zwei Stück platzieren. Die eine so ein bisschen in diese Richtung und die andere ein bisschen in diese Richtung ausgerichtet, damit wir hier unsere Versorgung mit Fisch nochmal verbessern können. Dann hatten wir festgestellt, ja, dass wir mit dem Käse auch nicht so ganz hinterherkommen. Und ich glaube, die Käserei ist da nicht das Problem. Die braucht aber relativ viel Milch. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber ich würde einfach hier nochmal eine weitere Kuh züchten. Es müssten dann 6 sein. Und wir bauen auch einfach nochmal einen weiteren Milchviehbetrieb. Käserei, Milchviehhof. Jetzt müssen wir hier einmal schauen, bis wo wir das Wohngebiet eingezeichnet haben. Ja. Ah, wer weiß, vielleicht wird sich das noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ich würde den mal hier auf dieser Seite daneben platzieren wollen. Den bauen wir mal hier. So, dann schauen wir mal kurz, was der Kurier von uns möchte. Die Wandermönche beherbergen. Unser Kloster steht jedem offen. Nein, eine Gemeinschaft von Wandermönchen möchte gerne einen Monat in eurem Hospitium verbringen. Derweil sie nicht viel zum Spenden haben, versprechen sie nur Gutes von euren Landen zu verbreiten, sofern sie gut behandelt werden. Unser Kloster steht jedem offen. Lasst mich euch für die Reise rüsten. Ja, da müssten wir denen dann noch Beeren geben. Bringt uns natürlich noch mehr Zustimmung beim Klerus, den wir aber momentan nicht zwingend brauchen. Und ja, die Beeren würde ich doch irgendwie gerne selbst behalten. Aber wir sehen jetzt wieder, dass die Nahrung hier kein Problem ist. Wir haben auch einiges mittlerweile in den Ständen. Also das scheint wieder deutlich besser zu laufen. Wir können ja mal hier schauen. Genau, Beeren, Fisch, Brot, da ist eigentlich alles da. Gewöhnliche Kleidung sogar. Fast jede Menge, hätte ich gesagt. Gut. Machen wir aber weiter mit unseren Aufgaben. Wir haben jede Menge Hopfen. Also wirklich jede Menge. Unsere Soldaten waren wieder siegreich, das ist auch schön. Deswegen werden wir hier nochmal eine weitere Brauerei auch planen. Und die Brauerei ist die bei den, auch bei der Nahrungsmittelproduktion, ja, auch die hat sozusagen schlechten Einfluss. Ja, aber ich glaube, die können wir dann hier noch hinstellen. Also die Wohngebäude werden sich, wenn, vielleicht noch so ein bisschen in diese Richtung entwickeln.
Wer weiß, was hier hinten noch angebaut wird. Zu klemmig möchte ich das Ganze auch nicht haben. Und hier soll ja die Fläche für die Weizenfarm entstehen. Also werden wir sie hier platzieren. Auch das werden wir bauen. Hier eine weitere Brauerei. Dann haben wir mittlerweile fast ein bisschen Stoffmangel. Da sollten wir auch nacharbeiten. Das heißt, wir können auch noch eine weitere Weberei brauchen. Ressourcenproduktion. Nee, das muss dann bei der Warenproduktion sein, genau. Da sind sie doch, die Webereien. So, wir haben ja schon eine Schneiderei hier an dieser Stelle. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken mit den Zonen. Das hier soll und darf ja durchaus noch Wohngebiet sein. Wobei da momentan auch noch niemand hinzieht. Kriegen wir das noch schön hier irgendwo platziert, ohne dass das zu eng und zu klemmig wird. Und wir brauchen auch noch ein bisschen Platz für eine weitere ja, vielleicht hier. Die brauchen am Ende des Tages, brauchen die Wolle. Wolle müssen sie sich dann von hier holen. Ja, ist aber vielleicht okay. Ist nicht so unendlich weit. Hier so dem Weg zugewandt. Platzieren wir das nochmal hier. Haben wir eine weitere Weberei. Und jetzt das Thema Haushaltswaren. Die sind wirklich immer knapp. Wir haben hier mittlerweile mal einen kleinen Vorrat wieder an Kohle. Das ist auch sehr gut. Ich würde allerdings noch auch eine weitere Werkstatt hier für Haushaltswaren. Und die brauchen Werkzeuge, Bretter und Eisen. Bretter sind hier zu bekommen, Werkzeuge sind hier zu bekommen und Eisen ist eben hier zu bekommen. Das heißt, ich würde die auch nicht zu weit weg platzieren wollen. Gespeichert werden die dann, die Haushaltswaren. Hier, glaube ich, ne? Ja. Wäre es eigentlich auch gut, die nochmal auch irgendwie hier zu speichern. Gewöhnliche Kleidung haben wir eh nicht so viel. Wir machen hier nochmal eine Möglichkeit, Haushaltswaren einzulagern. Ja, und wo ist das jetzt gut platziert? Oh, unsere Soldaten waren wieder siegreich, sehr schön. Es gibt ein bisschen Honig, paar Kräuter. Und sogar zwei Wein. Ich weiß gar nicht, wo speichern wir denn Wein? Noch gar nicht, kann das sein? Oho, es reimt sich sogar. Gut, aber nicht ablenken lassen. Wir suchen noch eine Möglichkeit, Produktion für Haushaltswaren. Hierhinter vielleicht. Hier ist kein Wohngebiet mehr in die Richtung geplant, weil das negativen Einfluss hat. Unser Vogt hat ein weiteres Eisenvorkommen gefunden. Das ist auch gut. Wir machen einfach weiter hier. Das wollen wir jetzt ja mal so durchgehen. Ich glaube, hier hinter ist noch ein ganz guter Platz. Da sind dann auch alle Lager einigermaßen gut zu erreichen. Also keine Kerzenzieherei, Werkstatt für Haushaltswaren. Mit dem Zugang hier so in Richtung. Na, wir wollen natürlich auch den Turm wieder dahinter setzen. Ohne dass sich das irgendwie blockiert. Dann bauen wir hier noch den Turm dazu. Den werden wir hier wieder so an die Ecke setzen. Und dann werden wir auch das bauen. Okay, dann haben wir hier jetzt erst einmal so für die Optimierung unserer Waren- und Nahrungsmittelströme einiges getan. Und es gibt wieder einiges zu tun, auch für unsere Baumeister. So, hier sieht das doch mittlerweile schon ganz gut aus. Das macht die Fruchtbarkeit. Ja, bisschen noch. Dann können wir hier endlich, genau hier wird der Wald noch gefällt.
Dann können wir endlich hier unser Weizenfeld anlegen. Gut, damit wir das jetzt alles hier auch versorgen können, würde ich tatsächlich die Einwanderung nochmal zwischenzeitlich wieder erlauben. Und jetzt werden wir unsere bestehenden Kirchen nochmal etwas umbauen, um hier unseren Mangel an Gottesdienst ausgleichen zu können. Wir fangen mal hier mit dieser Kirche an. Wo es auch ein paar neue. Oh, es gibt Gräber. Wir schauen aber mal, was wir hier jetzt anbauen können. Eine Kapelle, Raumgröße 8. Kann man die hier so nebenstellen? Das sieht aber ein bisschen komisch aus, ne? Das ist eigentlich dafür nicht gedacht. Es gab hier so hölzerne Kapellen. Wo war das Fenster in dieser Richtung? Kann sogar einen Tick höher, würde ich sagen. Und dann hier diese hölzernen Anbauten. Ja, hier ist es ein bisschen eng wegen dieses Wohnhauses. Wir lassen das erstmal bauen. Es ist ein Wohnhaus hier, ne? Mit 6 Bewohnern. Die haben das hier leider gebaut, bevor wir so ein bisschen das verboten haben. Ja, tut mir leid, ich glaube, wir nehmen das mal weg. Beziehungsweise das machen wir, wenn wir jetzt hier diesen Ausbau fertig haben. So, das ist diese eine Kirche. Ich glaube, hier können wir nicht mehr machen hier. Die haben wir bestmöglich ausgebaut. Aber hier können wir noch ein bisschen. Nee, hier können wir tatsächlich auch nichts machen. Hier haben wir die ganzen Kapellen. Ja, okay, dann ist es diese Kirche. Und dann würde ich dieses Wohnhaus hier dann doch auch wegnehmen. Tut mir leid. Müsst ihr bitte einmal was Neues bauen? Oh, schwupp, da stehen sie. Oh Mensch. Und wir bauen das dann hier direkt komplett aus. So, was macht die Zufriedenheit unserer Wandermönche? 83%. Ja. Ups. Wollte nicht nur von dem Mönch wieder die selektieren. Schauen auf unsere Soldaten. Können wir uns, glaube ich, weiteren Missionen extrem schwer, sehr weit. Können wir uns mal hier rantrauen? Durchschnittlich? Nee, da kommen wir nicht auf maximal. Dann haben wir vielleicht eine mittlere. Ja, das ist so schon gut. Wir schicken hier trotzdem die Rekruten nochmal mit. Auf geht's. Zuwanderung keine. Wegen Wohnfläche. Ernsthaft? So, der Milchviehbetrieb ist schon gebaut. Springen wir mal zuallererst hin. Hier kann Leibeigener arbeiten. Dann haben wir noch eine Person. Und dann werden wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kühe züchten. 7, 8. 7, 8. Keine Ahnung, vielleicht bringt das was, wenn wir hier ein paar mehr haben.
Okay, Wohnfläche. Ja, hier ist natürlich so ein Attraktivitätsproblem. Hier möchte niemand bauen, liegt auch an diesem Holzfällerlager. Das könnten wir aber vielleicht auch noch mal verschieben. Hierhin, das werden wir mal priorisieren. Und dann glaube ich, ja, wir gucken mal auf die Attraktivität. Ja, die ist halt hier schlecht, ne? Deswegen möchte da niemand bauen. Dann gucken wir nochmal, dass wir hier, ich finde, an die Weggabelung passt das eigentlich auch ganz gut. Da können wir nochmal einen Brunnen platzieren. Der wird das auf jeden Fall schon mal ein bisschen erhöhen. Den bauen wir hier. Aber ansonsten gibt es noch Möglichkeiten, wo wir das noch so ein bisschen ausweiten können. Ich meine, hier wäre eigentlich noch Platz. Könnten auch durchaus noch so ein bisschen hier hinten rangehen, ohne dass es dann zu eng wird. Hier ist eigentlich auch noch Platz. Hier könnten wir auch noch mehr Platz zur Verfügung stellen. Dann sollte da eigentlich doch genug zur Verfügung sein. Okay, warten wir mal ab. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt. Ah, hier werden noch einige Arbeitsplätze gebaut. Steinmetz, das ist schon fertig. Das werden wir dann aber mit dem nächsten Schwall machen. Ansonsten ist jetzt hier momentan gerade wieder relativ viel im Bau. Schauen wir auf unsere Steinkirche. Naja, aber es geht hier schon voran durchaus. Allerdings werden behauene Steine natürlich auch wirklich viel gebraucht. Hier nicht zuletzt auch im Kloster. Gott, das ist wirklich eine Mörderbaustelle hier. Und am Ende ist er nicht erreichbar. Oh, das wird was. Naja. So, das hier ist, die Weberei ist bald fertig, das ist schon mal sehr gut. Die andere Baustelle braucht noch ein bisschen. So, hier bin ich jetzt sehr zufrieden. Eisenkohle, Eisenerz, da ist alles da. Hier wird einfach nur auf Arbeiter gewartet. Hiermit sollten wir eigentlich momentan zurechtkommen. Wenn wir mal auf die Werkzeuge schauen, na gut, ist jetzt gerade nur eins. 95 sind in den Konstruktionen. Na, da muss mal ein bisschen nachgearbeitet werden. Jetzt ist hier wieder genug Wohnfläche, sehr gut. Na, jetzt sind ja auch einige Kühe unterwegs. Käse sind trotzdem nur 6 Stück. Hier haben wir aber mehr als genug Mahlzeiten. Aber irgendwie ist da auch niemand zu Besuch. Diese Woche wurde nichts verbraucht.
Hier gibt es natürlich schöne Verbesserungen für die Taverne. Anderem hier so ein gemauerter Torbogen. Aber der sieht fast ein bisschen klein aus. Aber der ist schöner. Ja, aber da werden wir uns, wie gesagt, zu gegebener Zeit dann nochmal drum kümmern. Oh, schaut mal, hier wird gebraut. So, jetzt sind weitere Neuankömmlinge unterwegs. Das ist sehr gut. Und ich denke, dass wir jetzt hier mit der Fläche auch gut auskommen. Dann können wir die hier auf jeden Fall zu Bauern machen. Und dann hier endlich dann nochmal unsere Weizenproduktion zu stärken, damit hier unsere Brauereien, dies lagern wir dann hier ein. Hier sind zwar 23 Weizen, aber die kommen jetzt alle von hier drüben. Und das soll ja eigentlich nicht sein. Hier sollen wir lieber Brote draus backen. Wobei da auch wieder bei 114 Broten sind. So, die Weberei ist fertig. Da können auch Leibeigene arbeiten. Okay, sehr gut. Müssen wir also nicht befördern. So, wir haben doch gehört, dass da neue auf dem Weg sind. Wo sind sie denn? Da hinten marschieren sie. Nahrung 70 in den Ständen, 79 in den Ständen, das sieht ganz gut aus. 30 in den Ständen bei den Waren. Ja, das wird besser. Ich glaube, da haben wir auch die richtigen Maßnahmen ergriffen, hier auf unseren Märkten noch weitere Stände zur Verfügung zu stellen. Dauert natürlich immer alles so seine Zeit. Die Wandermönche sind auch zufrieden, sehr schön, bis das dann greift. Aber ja, hier auf diesem Markt ist es immer noch ein bisschen schwieriger. Wobei wir hier das Lager haben, ja, wo jetzt kein Fisch ist, ne? Weil die Fischerhütten hier eigentlich auch relativ nah stehen. Hier hatte ich zuletzt noch mal ein paar Beeren zugeordnet, was auch ganz gut ist. Ich meine, wir haben hier zwei Sammelhütten. Kleidung, Haushaltswaren sind hier, das ist auch okay. Aber hier könnte irgendwie die Nahrungsmittelversorgung noch besser sein. Mittlerweile 81 Wildschwein. Macht es Sinn hier Wildschwein? Können wir hier eigentlich Wildschwein zuordnen? Ja, können wir. Macht das hier Sinn? Wir probieren das mal aus. Machen wir einmal Wildschwein statt Fisch. Wildschwein wird wo gelagert? Ja, im Zweifel hier. Wo haben wir denn die ganzen? Oder sind die alle in den Jagdhütten? Zwei. Das ist alles hier drin, ne? Die meisten? Nee. Lassen wir uns das mal anzeigen. So, jetzt sind die Neuankömmlinge da. Um die kümmern wir uns sofort. Wildschwein. Hier. So. Ah, hier in dem Lager sind sehr viele. Ja, okay. Ja, das ist im Zweifel recht weit. Gut, hoffen wir mal, dass hier noch Wildschwein geholt wird, wenn oder hier in diesem Lager eingelagert wird, wenn das hier mehr an diesem Markt gebraucht wird. So, jetzt haben wir hier noch Zuwanderung, drei Stück. Und die werden wir jetzt hier noch endlich zu Bauern machen. Weizen kann ja hier gelagert werden, meines Wissens. Hier nicht, aber dann hier. 25 Weizen ist da. Okay, dann werden wir hier noch eine Anbaufläche einzeichnen. Hier so am Weg entlang. Die Fruchtbarkeit wird da ja noch steigen. Hier lassen wir mal so eine kleine
Nische, damit die Früchte sich da nicht allzu sehr durchmischen. Hopfen und Weizen. Und hier kommt ja der Wald noch weg, dann wird die Fruchtbarkeit da auch steigen. Und ich glaube, Ende des Tages ist diese Fläche auch schon fast wieder zu groß. Sehr schön, auch haben wir lange gewartet, dass wir hier diese Weizenfarm in Gang bringen können. Wohnfläche weiter niedrig. Ja, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, um die wir uns dann aber in der nächsten Folge kümmern. Ich freue mich drauf. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.